besteht aber in Missachtung deutscher Kultur und deutscher Humanität. Der Lehrsatz für die deutsche Kultur und Humanität lautet: Was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu. Mit diesem Lehrsatz sind Generationen deutscher Kinder und Jugendliche aufgezogen worden. Das Ziel ist, in einer toleranten und menschlichen Welt zu leben. Nach den Erfahrungen mit dem Niedergang der Weimarer Republik und den Erfahrungen mit dem verbrecherischen Dritten Reich haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes in Artikel 1 eindeutig manifestiert: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und kriminelle Vereinigungen gehören in Deutschland verboten. Aller staatlicher Gewalt, aller Menschen. Dies war die Antwort auf 12 Jahre Nationalsozialismus in Deutschland, auf unsägliche Menschenverachtung. Und ich will jetzt erstmal ein Lied spielen, das kommt nicht aus Dortmund, Dorsfeld. Das ist ein Lied, in dem eigentlich das beschrieben wird, worum es heute geht. Wär ich eine Rose, ich würde immer blühen, würde meinen Duft das ganze Jahr verschenken. Blüte für die Kinder, Blüte für die Liebe, Blüte für die Freunde, an die wir nur noch denken. Wäre ich ein Tor, ich würde offen warten. Jeder wäre willkommen, ganz ohne Förmlichkeiten. Ich würde keinen Menschen nach Pass und Heimat fragen. Wär glücklich über jeden, der kommt mich zu durchschreiten. Würde wir daraus lernen, dass das ein Verbrechen ist, dass diese Unterscheidung nach Herkunft, Fähigkeiten und so weiter eine mörderische Sache ist, die nicht Halt haben kann. Wobei jetzt erst uns am Anfang eine Aufklärung offiziell von der Bundesregierung auf 48 gestern wurde von 50 gesprochen. Die Anzahl der Aufklärungen. Ich habe das vertont vor einiger Zeit, das Lied heißt Jeder Traum. Jeder Traum, an den ich mich verschwende, jeder Kampf, wo ich mich nicht geschont, jeder Sonnenstrahl, der mich geblendet, alles hat am Ende sich gelohnt. Jeder Tag ist in mein Herz geschlossen. Getroffen und noch versucht, zu einer Party zu kommen, wo wir natürlich mit Transparenten auch gekommen sind, um friedlich, um fröhlich, um auch bunt zu feiern, aber auch gegen die Demonstranten zu sagen, nein, wir wollen sie nicht, aber bunt und friedlich nicht mit Schlägerei oder mit auf die Straße setzen oder sowas. Außerdem ist in meinem Nachbarsgarten ein Gegendemonstrant brutal festgenommen worden, und das hat mir auch sehr großen Respekt eingeflößt, weil man das einfach auch nicht jeden Tag sieht, und die Polizei, die ist da sehr hart reingegangen. Wir als Nachbarn waren 80 Personen, davon die Hälfte Minderjährige. Wir sind stinksauer auf die Polizei. Sie zieht einen Außengürtel und verhindert, dass wir im Hagenfeld Nachbarn besuchen können. Wir können nicht in der Nachbarschaft ein Transparent hochhalten. Die Nazis können so frei durchmarschieren. Eine direkte Demokratie muss anders aussehen. Es reicht nicht, hier außen zu stehen. Die Polizei begeht einen katastrophalen Fehler in Münster. Unser Motto noch, bunt gegen braun. Ja, das war ein O-Ton von den Nachbarn. Ich hoffe,
dass man aus solchen Veranstaltungen auch lernen kann, um Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen. Natürlich ist es immer schwierig, für Sicherheit zu sorgen. Ich kann hier nur eins nochmal deutlich machen. Diese Nazi-Gruppierungen müssen verboten werden, denn wenn sie nicht verboten sind, dürfen sie Demonstrationen beantragen, die auch zum großen Teil genehmigt werden. Die Polizei schützt aber nicht die Nazis, sondern unsere Verfassung, und dazu ist sie verpflichtet. Ohne Angriff auf die Person und die Menschenwürde der Anhänger der Rechten, so verirrt. Ich persönlich glaube nicht, dass gewaltfrei notwendig bedeutet. Setzblockaden sind widerständig, sind ziviler Ungehorsam, aber keine Gewalttat. So menschenverachtend die politische Meinung der Rechten, die ja heute versuchen, ihr Demonstrationsrecht wahrzunehmen, auch ist. Denn was wäre das für ein Staat, in der die Straße nur der Macht der Großen... Wir proben die Internationalität, die Realität, in der wir eigentlich leben. Und dazu bringe ich euch jetzt, so ihr noch zuhören könnt, was... Mbawala Jila, Mbawala Jila, Jili le Nanceto, Jili le Nanceto, Jili le Nanceto, Mbawala Jila, Mbawala Jila, Jili le Nanceto, Mbawala Jila, Mbawala Jila, Jili le Nanceto, Jili le Nanceto. Es ist ein wunderschönes Bild, was ich hier sehe. Bunt statt braun. Münster ist heute Bunt statt braun. Und ich wünsche mir, dass Nordrhein-Westfalen Bunt statt braun ist, Deutschland Bunt statt braun ist, Europa Bunt statt braun ist und die ganze Welt bunt ist und nicht braun, Kolleginnen und Kollegen. Wisst ihr, im letzten Jahr war eine der beeindruckendsten Aussagen, die ich gehört habe, die vom norwegischen Ministerpräsidenten. Zwar hat er die getroffen nach diesen schrecklichen Morden des Nazis Breivik in Oslo. Und Stoltenberg, der norwegische Ministerpräsident, hat gesagt, was wir als Antwort benötigen in unserer Gesellschaft, ist mehr Demokratie, ist mehr Freiheit, ist mehr Toleranz. Genauso müssen wir aber diejenigen bekämpfen, die faschistische Gedanken beinhalten. Und denen müssen wir letztendlich alles entgegensetzen. Unsere gemeinsame Kraft, bunt statt braun. Als ich gerade gekommen bin, habe ich ein Plakat gesehen. Darauf war zu lesen: Faschismus ist keine Ideologie, Faschismus ist ein Verbrechen. Und der Inhalt dieses Plakates ist richtig, deshalb müssen wir gemeinsam aufstehen und die Faschisten bekämpfen, die uns schon vor 80 Jahren in den Untergrund geführt haben und die auf niemanden Rücksicht nehmen wollen. Deshalb lasst uns gemeinsam den Kampf ansagen gegen diese braunen Horden. Und lasst uns auch gemeinsam, so wie heute hier in Münster, ein Zeichen setzen, dass wir nicht alt gegen jung, nicht Deutsche gegen Ausländer, nicht Gesunde gegen Kranke auseinanderdividieren lassen, sondern dass wir zusammenstehen in einer freien, demokratischen und vor allen Dingen sozial gerechten Gesellschaft, Kolleginnen und Kollegen. Die kümmern sich um Hausaufgabenbetreuung, die kümmern sich um dieses und um jenes. Und die kommen teilweise als Biedermänner oder Biederfrauen da stehen. Bunt statt braun. Ich bin auch dankbar, dass wir in den Betrieben, egal in welchen Industriebetrieb oder Verwaltung, auch gemeinsame Aktivitäten entwickelt haben mit Arbeitgebern. Weil wir gesagt haben, gemeinsam stehen wir für Toleranz ein, gegen Ausländerfeindlichkeit. Wir lassen uns nicht etwas einreden, was nicht an der Tagesordnung ist. Und die ausländischen Kolleginnen und Kollegen, die gehören zu dieser Gesellschaft dazu. Wenn wir die ausländischen Kolleginnen und Kollegen nicht hätten, dann wären wir, was unseren Wohlstand angeht, nicht so weit, wie wir es heute sind. Wir sollen auch alles tun, damit wir angesichts auch aktueller Finanzmarktkatastrophen, Krise des Finanzmarktkapitalismus, nicht uns vor einen Karren spannen lassen, dass wir plötzlich europafeindlich werden. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen Europa. Wir sollten gemeinsam für bunt statt braun in ganz Europa, in der ganzen Welt eintreten.
die großen Denker, die sagen, wer Geschichte nicht kennt, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Vielleicht doch manchmal recht haben, denn sonst wären Menschen nicht so mit dumpfen und platten Parolen unterwegs wie die Nazis. Aber lassen wir im Hinblick auf das nächste Jahr eines sagen. Im nächsten Jahr, im Januar, jährt sich zum 80. Male die Machtübergabe an Hitler und die Faschisten. Im nächsten Jahr jährt sich zum 80. Male, am 2. Mai, die Besetzung und das Verbot der freien Gewerkschaften. Und lasst uns aus dieser schrecklichen Zeit eine Lehre ziehen. Demokraten müssen zusammenstehen. Und deshalb lasst uns nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen wachsam sein. Bunt statt braun, nicht nur in Münster, sondern in Deutschland, in Europa. Das muss die Parole sein. Und weg mit den Nazis. Danke. Danke an Franz Josef Möll.